Ja, Leute, nach diesem kurzen Trailer von dem 24. Türchen geht's auch gleich los. Aber an dieser Stelle möchte ich euch erstmal frohe Weihnachten wünschen. Und ja, im Folgenden werden jetzt einfach ein paar SMP-Server kommen, die mich jetzt so durch die Zeit begleitet haben. Es werden keine Real-Life-Server oder so sein, weil da gibt's nichts Spannendes, was ich zeigen könnte. Deswegen beschränkt sich das eher so auf Stunt, Free Room und all sowas. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Türchen und ja, feiert schön. Okay Leute, dann fangen wir mit Mini-Missions an. Ich habe jetzt gerade erst auch gestartet. Ja, ich werde hier mal ein bisschen winterliches Feeling reinbringen. Ja, so ist das doch schon schöner. Oh, das klappt ja gut. Oh, fuck. Oh, Digga. Boah, seid ihr alle behindert? Kommt ihr mal klar? Boah, ist das heftig. Tschüss. Krass. Geht doch schon direkt gut los mit dem 24. Türchen hier. Ja, kommt Leute, kommt mal klar. Was machst du da? Wallgrinding? Grinding? Riding? Surfing? Was macht man denn mit einem Boot? Keine Ahnung. Momentan sieht's noch gut aus. Noch. Was macht er? Er hat einen Checkpoint vergessen. Warum auch nicht? Ojo, ojo. Nicht auf die Brücke, ne? Wäre irgendwie schlecht. Alter! Tschüss. Der kommt ja auch gar nicht klar. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Gibt's hier sowas wie Flip oder so, damit ich nochmal ein Stück rutsche? Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Fuck! Nein, es ist despawned. Fuck, 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 fuck. Kann ich jetzt nochmal irgendwie... Ja, V? Scheiße! Okay. Nochmal von vorne. Okay. Ich weiß, ich bin spät. Wow. Komm, vielleicht können wir es sogar noch beenden. Mal gucken. Ja, zeitlich dürfte das sogar hinkommen. Jetzt sind hier nicht so viele Leute unterwegs, da kommt das sogar noch besser hin. Außerdem, Leute, ich habe ein ENB drin, wie man vielleicht sieht. Alles schön am Reflektieren. Wunderbar, so wie ich das mag. Und den Schneemod, fragt nicht nach, wo ihr den runterladen könnt. Googelt einfach nach, bitte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Ist schon zu lange her. Von daher, guckt einfach selber bei Google nach. Gibt ja genug Schneemods. Da sind auch noch ein paar Skins bei dem Schneemod. Ich weiß gar nicht, ist der gemoddet? Keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade auch gar nicht richtig nachgucken. Ja, ist er. Ich habe auch First Person drin. Und fragt auch nicht nach dem, müsst ihr einfach suchen. Und wenn ihr keinen richtigen findet, habt ihr leider Pech. Aber, ja. Ist es halt so. Ich muss sagen, der First Person so mit dem Boot ist auch chillig, wenn man was sehen würde. Sollen wir mal ein bisschen so fahren? Oh yeah. Jawohl, wir sind gleich da. Es sind gar nicht mehr so viele Checkpoints. Zeitlich muss das locker hinkommen. Easy. Ja, schon irgendwie cool so. Wenn ich den Checkpoint jetzt sehen würde. Gut. Kein Problem. Ja, die Bäume hier sind noch ein bisschen verbuggt, einfach nicht hingucken.
Da fehlen irgendwie ein paar Texturen bei den High-Quality-Bäumen. Da muss ich dann noch andere reinmachen. Da fehlt irgendwie was. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Irgendwann mal, wenn ich Bock dazu habe. Jawohl, da vorne ist das Ziel. Komm schon. Jetzt spawn ich hier bei ganz vielen Leuten bestimmt. Plopp, ja, ich wusste es. Geil. Ist ja chillig. Hui! Sauber. Haben wir gut geschafft. Gut, dann würde ich sagen, wir sind sofort auf dem nächsten Server. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt auf NSG, auf /NRG. Und ich werde einfach mal versuchen, den Parcours zu schaffen. Gucken, ob ich das hinkriege. Das war ja auch schon früher immer so eine Sache. Auch noch so mit, wo DJ noch mit Matze und so die ganzen Videos gemacht hat. Da war das ja auch immer hier auf NSG größtenteils ziemlich beliebt mit dem NRG-Parcours hier. Und da dachte ich mir, hey, warum nicht, machst du auch mal. Flackert jetzt ein bisschen die Texturen. Kann vom ENB kommen. Wird's wahrscheinlich auch. Okay. Ist jetzt nicht schwer. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht, ne? Keine Ahnung. Das haben wir gut hingekriegt. Oh jo, das war ein bisschen zu weit. Aber kein Problem. So. Okay. Noch ein kleines Stückchen hier hoch. Vorsichtig, wenn's geht. So. Jetzt hier. Vorsichtig links rum. Das ist noch ein ganz kleines Stückchen. So viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was hier nachkommt. Das habe ich nämlich nie eigentlich so weit geschafft, aber mittlerweile geht's eigentlich. Weil, ja, keine Ahnung, ne? Irgendwann kriegt man das halt auch mal geschissen. Ja, das ist jetzt hier so eine Sache. Hier wusste ich noch nie, wie ich das ordentlich machen soll. Oh. Okay, vorsichtig. Das passt. Ah, klein Stückchen rum. Okay, passt. Alles klar. Ah, ist noch ein ganz schönes Stückchen. Also das ist wirklich nicht mal eben hier hoch. So. Ups, Mini-Lag. An sowas will ich nicht sterben. Ich finde, die Wolken sind cool so. Ich weiß auch nicht. Du könntest ja mal wieder schneien lassen. Habe ich ganz vergessen. Ich sag jetzt einfach mal, wir sind so hoch auf der Wolkenebene, dass es hier auch schneit. Okay, sind wir schon mal hier, das ist schon mal gut. Okay, da müssen wir ein bisschen Schwung holen. Ein bisschen ist gut. Ich hoffe mal, ich fliege nicht zu weit. Ah, ne, geht gar nicht. Au, alles klar. Bisschen auf der Fresse gepackt, nicht schlimm. Ich hoffe mal, das funktioniert überhaupt mit S-Pos. Erstmal hier abchecken, was die Lage ist. Ja, okay, kriegen wir hin. Easy. Okay. Und ab geht's. Oh yeah. Solche Parcours finde ich ja echt cool. Ich feiere sowas, ja. Okay. Jetzt hier so ein langweiliges Labyrinth. Wo lang denn überhaupt? Hier lang? Hä? Ich komme. Ah, okay, ich dachte schon, ich komme hier nicht durch. Aber hier scheint Sackgasse zu sein. Jo, hier ist Sackgasse. Gut, zurück. Müssen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Ah, kommen wir da überhaupt durch? So. Hier kommen wir durch. Sieht doch schon mal richtig aus. Ich glaube, das andere wäre sowieso. Na, okay. Doch nicht. Ich nehme alles zurück. Okay. Zurück. So. Drehen, 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 drehen. Passen wir doch durch, hätte ich nicht gedacht. Hä, auch Sackgasse. Wo müssen wir denn dann lang? Nochmal ganz zurück.
Mehr Möglichkeiten gibt's doch hier gar nicht. Ich schummel mal eben und guck mal nach. Okay. Hä? Da kommen wir doch gar nicht rein. Oder kommt man hier hinten durch? Ah, okay, verstanden. Verstanden. Ich hoffe, meine Energie ist jetzt nicht weg. Ich glaube, meine Energie ist weg. Uncool. Oh, jetzt nicht ernsthaft, oder? Elpos. Das ging eh nicht. Okay. Egal, werde ich da mal als gefailed. Gehen wir mal noch Energie 2 gab es doch, glaube ich, bestimmt auch noch. Ja, richtig. Probieren wir das hier noch eben. Ups. Boah. Miese Nachladeruckler. Okay. Nein. Na ah, komm, bummst dich da hoch. Ach, scheiße. Ich will in die Richtung, ich will in die Richtung. Komm schon. Na komm. Du schaffst das. Du komm jetzt. Nein. Oh. Das ist ja unsichtbarer Boden. Ups. Jetzt, fühle mich irgendwie ein bisschen doof. Egal. Weiter geht's. Wäre auch ein bisschen hart gewesen ohne unsichtbaren Boden. Oder generell ohne Boden. Okay. So. Dann möchte ich gerne hier lang. Richtig. Und dann hier hoch. Ach, die anderen Wege wären eh falsch gewesen. Okay. Na, dann läuft das doch. So, wo langt denn jetzt? Hier rüber springen. Okay. Auch Ballon. Ein Ballon. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Wenn nicht, habe ich jetzt halt hart verkackt, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier rüber müssen. Ach, ja. Ist jetzt auch nicht das Schwerste von der Welt. Gut. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Schwung holen. Müssen wir jetzt da drunter oder da drüber? Okay. Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. So. Und ab geht's. Ach so. Lol. Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. So. Auf die Dächer. Und hier hoch. Ah, mit ein bisschen Speed vielleicht. Jo, easy. Und weiter geht's. Okay. Wieder zurück. Und wieder vor. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Niemals. Schade. Okay. Gefällt, würde ich mal behaupten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich sofort auf dem nächsten Server. So Leute, wir befinden uns jetzt auf GTM in / Diegel. Und ich habe voll den Kackskin, der mir gerade mega auf den Sack geht eigentlich. Nein. Ach, ist ja gay. Okay. Nun komm her. Ich muss mal eben die Mausempfindlichkeit runterdrehen. Ich hoffe, es ist jetzt kein Copyright auf der Ansage. 1000 DPI. So, das ist nämlich mein Mausprogramm, das sagt mir immer schön an, die DPI-Anzahl, die ich habe. Sonst kann ich einfach nicht präzise schießen. Ich hoffe mal, da war jetzt kein Copyright oder so ein Schrott drauf. Ach, wieder von beiden Seiten. Ach ja, ihr seht schon, ich bin nicht der Beste im Diegeln, aber ja, so ist es nun mal. Hier ist auch gerade wahnsinnig viel los. Alter, wie die auch alle auf mich gehen.
Warum spawne ich eigentlich permanent hier? Ich will ja nicht spawnen, das ist doch scheiße. Ich will mal woanders spawnen. Ist ja mega random. Ja, toll. Jo. Ich gehe einfach, wie gesagt, mal ein paar Server durch, die ich so in meiner Serverliste habe. Boah. Jetzt weiß ich, was DJ meint mit, wenn man aufnimmt, kann man gar nichts. Es ist einfach so. Das ist echt so ein Phänomen, ey. Da machst du nichts. Boah, hier ist so ein dreckiger Spawn. Oh, den wollte ich gar nicht. Ich wollte doch dich haben. So. Oh yeah, Hauptsache wieder geflamed im Chat. Das ist immer wichtig hier. Das ist wie bei New Dawn. Das ist einfach, das gehört einfach zum Server dazu. Es ist einfach eine Tatsache. Voll der komische Skin, wenn ich ehrlich bin. Ich frage mich, wie man nicht treffen kann, wenn man genau drauf schießt und der sich gerade nicht bewegt. Wie soll das, warum sollte man da nicht treffen? Das verstehe ich bei SMP nicht. Ach, da rumstehen kannst du gut. Was ist denn jetzt? Jawohl, ja. Ich würde sagen, wenn wir beim 6. Stern sind, dann wechseln wir auch wieder den Server. Da, wie konnte ich den bitte schon nicht treffen? Also ganz im Ernst. Das habe ich noch nie verstanden. Okay. Oh, hi. Was geht bei dir? Jawohl. Ich würde mal sagen, Level up. Und ich würde dann auch sagen, wir sehen uns jetzt sofort auf dem nächsten Server. Tschüss. Wir befinden uns jetzt auf Ehrenfreedom mit Singleplayer-Features. Und was sollten wir hier anderes machen, außer Verbrecher jagen? Mache ich ja schließlich immer. Deswegen werden wir das auch einfach tun. Falls ihr zwischendurch Standbilder auf dem Server sind, keine Ahnung, das liegt irgendwie am Server. Das ist einfach, weil hier so viele Fahrzeuge sind. Liegt überhaupt nicht daran, dass mein Computer es nicht schaffen würde, sondern eher daran, dass SMP scheiße ist, beziehungsweise GTA. Und keine Ahnung, da habe ich die ganze Zeit zwischendurch solche Standbilder. Gut. Ja, wie ihr seht, das ist genauso wie auf dem Laptop, keine Ahnung. Sogar noch schlimmer mit dem Schneemod. Weil, ich weiß auch nicht. Und ja, ich habe ELM drin, wie man sieht. Ist ja nichts Verbotenes. Macht ja nur die Lichter blinken. Guten Tun. Okay. Dann wollen wir mal ein paar Verbrecher einknasten. Okay, Nummer 1. Ich würde sagen, so 3 Stück oder so kriegen wir bestimmt hin. Schauen wir mal. Ganz schön demoliert die Karre jetzt, ey. Puh, gut, dass ich das nicht bezahlen muss. Na, im Endeffekt schon. Na gut. Wir schauen einfach mal, ob es hier noch irgendwie in der Nähe ein paar Leute gibt, die wir verhaften können. Okay, da ist keiner in LS. Oder doch, der ist in LS. Den holen wir uns. Gucken, schaffen wir es hier drüber? Nein. Okay. Also wie ihr seht, keine Ahnung, das mit den Standbildern, beziehungsweise sind nicht mehr Standbilder, das sind einfach fucking große Framedrops. Wie gesagt, ich hoffe, man sieht es einfach nicht zu krass jetzt in der Aufnahme. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Komm schon, einen will ich noch einknasten. Einen will ich nicht. Einen kriegen wir bestimmt noch. Ich muss sagen, mit dem Schneemod ist das sogar noch schlimmer als auf dem Laptop. Keine Ahnung warum. Das habe ich aber auch ohne Aufnahme, also daran liegt es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Hier ist es irgendwie schlimm. Gerade solche Sachen, naja. Die ziehen bei SMP auch irgendwie, beziehungsweise GTA generell, ziemlich viel Performance, wenn der irgendwelche Texturen nicht laden kann. Versucht er die permanent zu laden und dann kriegt man einfach die übelsten Standbilder. Und ich habe jetzt auch High-Quality-Bäume und sowas alles drin, also ja Leute, das zieht schon alles ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so einfach. Okay, den holen wir uns, Leute. Den schnappen wir uns. Für Gerechtigkeit an Weihnachten. Hui!
Ich finde es auch immer toll, wie die Leute hier nicht pushen. Ich weiß nicht, entweder ist es nicht, wirklich nicht erlaubt oder die wissen es einfach alle nicht. Ich glaube nämlich einfach, die wissen es wirklich alle nicht. Weil, naja, ich glaube nicht, dass alle Neulinge das wüssten, wenn ich das nicht mal weiß. Also, keine Ahnung. Oder sie sind einfach nur nett, ich weiß es nicht. Oh, 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 fuck. Da, wieder Baum, der keine Texturen hat. Grrr. Okay. Zu Fußverfolgung, kriegen wir. Nein, jetzt habe ich einen Crash. Och, Menno. Okay. Den hätten wir aber auf jeden Fall gekriegt. Ihr habt gesehen, wie ich immer näher kam. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt sofort auf dem nächsten Server. Weiter geht's mit New Dawn. Auch ein Server, der mich auf jeden Fall durch meine SMP-Zeit begleitet hat in gewisser Weise. Ich hoffe mal, jetzt kommt eine ordentliche Map und nicht so eine beschissene Map. Vielleicht mal eine, die mir was sagt. Das wäre ganz gut. Also wenn ich die Map jetzt faile, die sagt mir sogar halbwegs was, jo, dann gehen wir auch direkt auf den nächsten Server. Jo. Ab geht's. Außerdem dieses komische Flackern, was ich gerade hatte, lag daran, dass ich den ENB in dem Moment nicht anhatte. Ja, jetzt habe ich ihn angemacht. Das ist mir gerade aufgefallen, weil der gerade schon wieder aus war. Du Scheiße. Das kann man auch früh genug sehen. Okay. Wunderschön. So viele Leute wie sterben, sagt mir das auch schon. Die Map ist nicht so cool. Vielleicht sterben jetzt schnell, möglichst schnell Leute, alle Leute. Dann können wir vielleicht noch eine machen. Wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt einen kurzen Cut und dann kommt sofort die nächste Map für euch. Okay Leute, hat gar nicht so lange gedauert, wie ihr seht. Eine neue Map. Und ich hoffe mal, dass wir die jetzt mal irgendwie in irgendeiner Weise halbwegs geschissen kriegen. Weil die Map gerade, die war ja mal total beschissen. Gut. Okay. Ja, ich war schon mal drauf, dass hinausläuft, wenn ich ehrlich bin. Hoffen mal, dass das was wird. Hoffen wir mal. Okay, soweit so gut. Jo, alles klar. Okay. Bis jetzt noch in Ordnung. Auch bis jetzt auch keine Leistung. Google Crash, ich hasse Mods, okay. Wir sind sofort auf dem nächsten Server. So Leute, da sind wir nochmal auf New Dawn, aber diesmal in einem anderen Spielmodus, nämlich Biohazard oder so. Da seht ihr es auch im Chat. Ja, einfach Zombie-Modus. Ich habe jetzt keinen anderen Zombie-Server gerade gefunden, der online war. Die sind irgendwie gerade alle mehr oder weniger offline, das ist ein bisschen doof. Aber okay. Das klappt ja gut, oder? Ich weiß gar nicht, hier ist gerade irgendwo einer runtergefallen. Oder ist der immer noch oben? Oh cool, unsichtbare Wände. Gut. Komm her. Spring doch. Achso, das ist einer von meinen. Ja, dann können wenigstens alle Zombies den gleichen Skin haben, oder nicht? Naja. Komm runter. Jawohl. Okay, also jetzt nicht ich, aber jemand anders. Das wird auch erstmal der letzte Server sein, da im Moment alle anderen Server entweder uninteressant oder offline sind. Gut, die neue Map gucken wir jetzt noch an und dann war es auch eigentlich schon. Gucken wir mal. So, ZM steht glaube ich dann für Zombie-Modus oder Zombie-Mode oder was auch immer, schätze ich einfach mal. Was hätte ich denn ganz gerne? Ich habe gar nicht so viel Geld. Da reicht es leider nur für eine Uzi. Und für eine 9mm. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ab geht's, wa? Hier finde ich nie so richtig die guten Verstecke. Davon muss man die Maps halt ein bisschen kennen. Am besten immer der Masse folgen. Ist eigentlich immer ein chilligste. Ups. Mongo. Ich gehe einfach mal zu den anderen. Das denke ich mal am sichersten. Warte, wir können noch mal eben das Wetter noch ein bisschen ändern. So, haben wir auch so ein bisschen Nebelwetter.
Ja. Oh, da unten ist ein Zombie, glaube ich. Ups, habe ich den jetzt da runter? Ne, ich dachte schon. Cool, ich kann meine Waffen wieder nicht durchscrollen. Klar, Moment, da muss ich mal ganz kurz was gucken. Ja. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade die... Das ist irgendwie ein kleiner Bug bei mir. Ich gucke nochmal ganz kurz was nach. Steuerung, Maus. Ja, wahnsinnig spannend, ich weiß. Mausrad ab, auf, Enter. Zu Fuß. Enter? Hä? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Numpad entfernen. Nö. Enter mit Sicherheit auch nicht. Nö. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal YOLO. Und, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das 24. Türchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, etc., werde ich das sehr gerne in den Kommentaren lesen und Fragen auch gegebenenfalls beantworten, soweit mir das möglich ist. Jetzt haben wir doch eine Waffe. Egal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn es wieder normal weitergeht mit LPs. Wahrscheinlich kommt Omsi oder so, mal gucken. Dann würde ich sagen, na, ich suche mal eine schöne Position. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute.